meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns heute in Aachen, genauer gesagt Aachen-Brand, und hier gibt es einen Truppenübungsplatz. Und das Spannende, auf diesem Truppenübungsplatz gibt es noch Panzer, ich glaube in Summe 3 Stück, die man sich anschauen kann und wo man sogar reingehen kann. Ich habe heute den lieben Diego dabei und es leider regnet es ein bisschen. Und man muss immer drauf achten, ob die Schranke unten ist, weil wenn die Schranke unten ist, darf man nicht reingehen, denn dann wird gerade trainiert bzw. geübt. Und ich lese euch das mal vor: Das betretene Standort Übungsplatzes Aachen-Brand ist während der Übungszeiten von 7 bis 17 Uhr verboten oder bei gehisster Flagge. Außerhalb der Übungszeiten ist das Betreten und Befahren mit Fahrrädern nur auf den freigegebenen befestigten Wegen erlaubt. Also von daher passt es gerade und ich schlage vor, wir gehen jetzt mal zusammen los und drückt uns die Daumen, dass das Wetter stabil bleibt. Hunde müssen natürlich an der Leine geführt werden, das tun wir. Hunde-Kottüten haben wir natürlich auch dabei. Und das Positive an der Story hier ist, dass wir halt auch schöne Natur sehen. Und das ist wirklich etwas, was man mit der ganzen Familie machen kann. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, können die auch auf den Panzern rumspielen. Muss man natürlich aufpassen, dass sie nicht runterfallen. Da vorne steht schon der erste Panzer. Ist ein Walker Bulldog. Und ich habe jetzt gefühlt 800 Meter, nicht ganz, vielleicht 600 Meter hinter mich gebracht. Das bedeutet auch Menschen, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, für die ist das auch eine gute Möglichkeit, sich hier mal Panzer in freier Wildbahn anzuschauen. Sind natürlich innen schon fast komplett leer, aber wenn man hier in der Umgebung wohnt und vielleicht sogar Kinder hat oder selber gerne mit dem Hund spazieren geht, dann ist das hier eine super Möglichkeit, um Geschichte zu erleben. Und wie schon erwähnt, ist das hier ein Truppenübungsplatz und man kann hier noch die alten Stellungen erkennen, sogenannte Foxholes. Hier ist eins. Wir finden garantiert noch mehr. Ich weiß nämlich, dass hier ganz, ganz viele sind. Aber wahrscheinlich werden wir vorher den ersten Panzer. Hier ist noch eins. Ungefähr 1,40 Meter, 1,50 Meter. Und da vorne, ja, hier sind sie. Aber wir gucken uns erstmal den ersten Panzer an, würde ich sagen. Also ich bin natürlich nicht der erste YouTuber, der diese Panzer zeigt. Aber vielleicht seid ihr die Ersten, die es zum, oder seid ihr die, die es zum ersten Mal sehen. Ich habe schon viele, viele Videos darüber gesehen, aber eben noch keins mit mir. So, Motor ist raus, wie ihr erkennen könnt. Natur holt sich das gute Stück Metall auch zurück. Hinten steht die Seriennummer drauf. Und Diego, versprichst mir nicht abzuhauen? So. Gucken wir mal, wie wir hier... So, hier haben sie jetzt eine Blechplatte drauf geschweißt, dass man nicht reingehen kann. Das ist natürlich sehr schade. Das war früher anders. Da ist die Kanone noch. Da guckt sie raus. Also keine Ahnung, warum man den Panzer hier so reingeschoben hat. Hier wird wahrscheinlich das Periskop gewesen sein für die Beobachtung. Also der Panzer war einer der meistgebautesten Panzer überhaupt. Der Amerikaner, wichtig. Und ist im Korea- und im Vietnamkrieg sehr häufig zum Einsatz gekommen. Und ja, dieses gute Stück lässt sich nicht so gut begehen. Es ist vor allem sehr rutschig und sehr glatt. Deswegen gehe ich mal wieder runter und fange den Hund ein. Uah. Ah, so brav gemacht. So, nochmal den Blick da drauf. Und wir gehen jetzt direkt zu den anderen Panzern. Warum wir hier... jetzt so ein Metallblech liegt, gute Frage. So, Kampfgraben mit MG-Position. Da hat sich natürlich die Natur schon wiedergeholt. Die Frage ist halt, ist es vom Truppenübungsplatz geschanzt worden, also von den Soldaten damals, oder ist es vielleicht sogar aus dem Zweiten Weltkrieg Originalstellungen? Vielleicht weiß das jemand. Oft ist es ja so, wenn ich den Ortsnamen angebe, dass auch Menschen hier aus der Region diese Videos schauen
und eine Menge Hintergrundinformationen haben. Deswegen, wenn ihr eine Idee habt, von wann die Stellungen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr weitere Informationen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und da vorne ist er. Aber wie gesagt, hier ist alles voller Stellungen. Und die sind teilweise alle miteinander verbunden. Und je Gott, irgendeine Fährte aufgenommen. Da ist auch noch eine große Stellung. Und da steht er. Da steht er. Ein Riesentrümmer. Selbst die Gummis von den Kettengliedern sind noch dran. Zeige ich euch mal hier. Und hier haut sich die Natur. Das kann natürlich sein, dass das Blech so ein Schutzblech ist vom Panzer. Hier hat man auch die Kanone abgeschweißt. So ein Panzer muss natürlich kampfunfähig gemacht werden, wenn man ihn in die Natur stellt. Das ist, glaube ich, klar. Häufig wurden auch hier noch Ausschnitte reingeschweißt, damit man mit einer Pistole den Fahrer dann ausschalten konnte. Hier ist das aber nicht der Fall. Hinten ist noch diese Transportbox drin. Konnte man noch zusätzlich gut mitnehmen. Das ist der Blick rein. Hier war der Fahrer. Andere Seite müsste der MG-Schütze gewesen sein. So, hier ist der Motor, glaube ich, sogar noch drin. Genau, da seht ihr den Motor. Stoßdämpfer. Die ersten Panzer hatten ja keine Stoßdämpfer. Das bedeutet, A7V, glaube ich, hieß der deutsche. Und oh, da ist sogar noch die Turbinenschaufel. Seht ihr das? Hier wurde dann für die Fahrt das Kanonenrohr abgelegt. Das hatte natürlich eine entsprechende Länge. Das war ja länger als das, was ihr jetzt seht. Und hier konnte man sogar noch was mitziehen. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Ne, das lässt sich nicht bewegen. Aber das ist eine gute Möglichkeit, den Diego mal festzumachen. Und dann gehen wir mal zusammen da drauf. So, Diego, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Kennt ihr das Video mit den Tschüt-Tschüt? So. Der alte Mann geht jetzt klettern. So. Also hier sehen wir die Motorbelüftung. Der ist luftgekühlt. Davon gab es zwei Stück. Es gibt aber nur noch ein vorhandenes Schaufelblatt. Dann sehen wir hier die Strecke, wo die Abgase rausgekommen sind. Das müsste die Lichtmaschine sein. Vielleicht sind das zwei Turbos. Das weiß ich aber nicht. Das ist das Getriebe. Genau, das ist das Getriebe. Okay, Leute, macht das nicht zu Hause nach. Auch nochmal luftgekühlt. Also definitiv, wenn ihr mit euren Kindern hinkommt, nicht, wenn es geregnet hat, beziehungsweise wenn die klettern wollen, nicht, wenn es geregnet hat. So. Oh. So, leider komplett vermüllt da drin. So, wir sind jetzt auf dem Panzer drauf. Das war mal die Luke für den Kommandanten. Können wir hier erkennen. Wahrscheinlich irgendwie Kaliber 8 oder 10, ich weiß es nicht. Ich schreibe es euch mal in die Kommentare oben links rein. Und da ist alles schon weggefault. Das ist mir auch zu dreckig, wenn ich ehrlich bin, jetzt da reinzugehen. Aber das Periskop würde ich mir gerne mal angucken. Das ist, glaube ich, gar kein Periskop. Ach so, das ist wahrscheinlich für das MG. Ja, wobei, das glaube ich nicht. Also, wenn man hier direkt hinter sitzt, würde das Sinn machen. Aber dann könnte man ja nur in die Richtung feuern, wenn man hier sitzt. Oder wenn man hier sitzt, könnte man nur in die Richtung feuern. Ich glaube nicht, dass beide gleichzeitig rausgeguckt haben. Das wäre zu gefährlich gewesen. Also
wenn beide sterben. So, also wie gesagt, das ist der Panzer. Ich zeige ihn nochmal einmal rundum von oben. So, und ich gehe jetzt da wieder runter. Hier ist es eigentlich ganz gut. Gehen noch einmal rum und dann gucken wir uns schon den nächsten an. Hier auch wieder die Seriennummer. Bug MG. Also, die meisten wissen es ja, Panzer sind jetzt nicht so meine Kernkompetenz. Deswegen seht es mir nach, wenn ich nicht alles wieder richtig oder richtig wiedergebe. Da gibt es Leute, die können es definitiv deutlich besser. Hier geht es tatsächlich nur darum, dass ich euch den Panzer mal zeige, das Gelände mal zeige, dass ihr eben einen groben Überblick bekommt und wisst, was ihr vielleicht auch mal am Wochenende machen könnt. So, hier steht der M41 Walker Bulldog in einem wirklich guten Zustand dafür, dass er schon Jahrzehnte oder ich mindestens mal 10 Jahre steht. Die Gummibelege sind sogar noch sehr sichtbar. Die Antriebsräder und der Motor ist noch zu sehen. Schaut euch das mal an. Oder das Getriebe. Das Getriebe ist das, Entschuldigung. Das ist das Getriebe. Dahinter ist der Motor. Da ist der Motor. Mit so einer Turbine gegen die Überhitzung. Und 4 Personen haben drin Platz gefunden. Der Fahrer, der Richtschütze, der Ladeschütze und der Kommandant. 8,20 Meter lang, Breite 3,20 Meter, Höhe 2,71 Meter und 23,5 Tonnen. Hatte in Summe drei Bewaffnungen. Einmal die vordere 7,62 mm Kanone. Dann 2 Maschinengewehre oben, ein Kaliber 50 Flak-MG und das Turm-MG. Das Turm-MG müsste wahrscheinlich daneben sein, da in dem Loch, eins von den beiden. Der Panzer ist teilweise bei manchen Armeen immer noch im Einsatz. 500 PS leistet der Motor, 72 km/h Spitze auf der Straße, natürlich nicht im Gelände. Und bis zu 160 Kilometer Reichweite. So, da gehen wir jetzt drauf. So, ich habe leider meinen Windpuschel verloren. Deswegen muss ich ein bisschen improvisieren hier. Also Getriebe, hier ist der Motor drunter. Das Munitionsfach, unten ist ein Notausgang. Hier ist die Kanone. Sollen wir da mal reingehen? Drin. Das ist der Fahrer, da sind die Pedalen, das Lenkrad ist nicht mehr da. Schau mal, wie wenig Platz. Hier konnte man entkommen, weil der hatte natürlich den längsten Weg nach draußen und wenn so ein Panzer brennt, dann möchte man natürlich auch entkommen. Hier waren die Granaten drin, rausgenommen, hier geladen, Verschluss zu. Und Feuerbefehl hat man gegeben und dann schoss die Kanone. Eher ein leichter Panzer. Hier ist der Drehkranz, damit man den Panzer auch
den Turm drehen konnte. Das war vielleicht noch ein zweiter Sitz. Noch Munitionsfächer. Alles leider nicht mehr zu bewegen. Das könnte der Antrieb dafür sein. Kopfhörer steht da noch. Flashlight, Kopfhörer. Das sind die Periskopspiegel. Da konnte man dann durchschauen, um einen hohen Umblick zu haben. Die sind natürlich heute nicht mehr da. Selbst die Kabel sind noch da, Leute. So, das war wahrscheinlich der Schutz. Also viel Platz ist hier nicht. Es ist auch nichts mehr zu bewegen. Das ist wahrscheinlich für die Belüftung hier. Ja, da ist die Gangschaltung. Gestänge. Boah, alleine hier durchkommen ist fast unmöglich. Das bedeutet, der brauchte also einen eigenen Ausgang, weil er hier gar nicht durchgekommen ist. Hier konnte man persönliche Dinge verstauen. Das Bild der Liebsten vielleicht. Aber viel Platz ist hier nicht. So. Jetzt zum vierten Panzer. Da vorne steht er schon. Und ich meine, rechts ist auch noch irgendwie so eine Panzerübungsstraße oder irgendwas war da noch. M47 Patton zu erkennen an dem Maschinengewehr im Bug. 110 cm Frontpanzerung. Auch hier ist die Kanone abgeschweißt. Dieser Zustand ist leider nicht mehr so gut. Ich mache mal die Volltotale. Und der ist komplett zugeschweißt. Hier kommt man nicht rein. Deswegen sparen wir uns mal den Weg hoch.
So, meine Freunde, also jetzt wisst ihr auch, warum ich kein Gel etc. reingemacht habe, weil ich wusste, dass es regnen wird oder die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es regnen wird. Und wir gehen jetzt noch mal zusammen zurück. Ich habe dann noch ein paar Strukturen gesehen. Ich denke, das könnte eventuell eine ehemalige Schießanlage für Panzer sein. Gucken wir mal nach. Und ich benutze heute zum ersten Mal mein Lavalier-Mikrofon. Und ich hoffe mal, dass es gut funktioniert, dass die Lautstärke richtig eingepegelt ist. Weil wenn das so ist, werde ich zukünftig nur noch oder vermehrt nur noch dieses Mikrofon benutzen. Wobei das andere gefällt mir auch, weil es nimmt die Umgebungsgeräusche deutlich mehr mit auf. Aber vielleicht tut es das auch. Ich bin gespannt. So, meine Freunde, also hier sehen wir schon einen Berg. Und da hier alles relativ flach ist, ist das eigentlich immer ein ganz gutes Indiz, dass das Menschenhand gemacht ist. Und da ich hier schon mal war, weiß ich auch, dass es hier einen Weg gibt. Taschenlampe ist dabei. Und dann versuchen wir mal hier gesund hochzukommen. Oh, das habe ich damals nicht gesehen. Könnte eventuell Munitionsausguck, MG-Stellung sein. Würde ja perfekt passen. So, da geht's nicht weiter. Also, warum hier MG stand? Weil man von hier aus natürlich perfekt die Straße beobachten konnte. Und hier sehen wir schon Strukturen im Wald. Weiter. Also, irgendwas aus Backstein finden wir hier. Ich glaube ja, das ist ein Schießplatz, ein ehemaliger. Wir gucken uns das mal von der anderen Seite an. Auch hier wieder eine Vertiefung. Mal gucken, wie weit es hier runter geht. Schon ordentlich. So, aufpassen, dass wir hier nicht gleiten. Da vorne geht's rein. So, schaut euch das an. Boah, vielleicht finden wir hier noch Munition bzw. Patronen. Aber die Wahrscheinlichkeit nach so einer langen Zeit ist sehr gering. Alles Einschusslöcher, Leute. Da, alles voll. Da, verschiedenster Kaliber, aber meistens nur MG. Und hier war anscheinend das Hauptziel. Boah, krass. Und von dahin hat man dann geschossen. Oh, schade, dass hier keine Patronen mehr liegen, beziehungsweise Geschosse. Oh, alles voll. Ja. Haben wir das Thema auch gelüftet. Ja, und die Anwohner erstmal, ne? Boah, heftig. Das ist wirklich heftig, Leute. So, ich glaube, das reicht auch. Wir haben genug gesehen. Sehr, sehr schade. So, aber wir gehen jetzt nach unten. Direkt und ohne Umwege. Ja.
Da ist er, da unser Eingang. Schwupps. Da müssen wir jetzt zusammen rein, Leute. Ob wir wollen oder nicht. Der Vorteil an diesem Lavalier-Mikrofon ist, ich brauche mein Mikrofon, was ich normalerweise dran habe, nicht immer drehen. Oh. So, drin. Jetzt müssen wir hier nur noch lebendig runterkommen. Oh. Hier hat man netterweise was hingelegt. Ah ne, das ist zum Abstützen. So, erstmal akklimatisieren. Wir sind jetzt in diesem Konstrukt, in diesem Bauwerk drin. Hier geht's runter. Und wir sind drin. Wir sind jetzt unter dieser Beschussanlage. Und ich denke, dass hier vielleicht Ziele hoch und runter gefahren werden konnten. Und das ist die Mechanik dafür. Aber steinigt mich bitte nicht, wenn ich das nicht richtig wiedergebe, aber bestimmt sind welche unter uns, die das wissen, vielleicht sogar hier gedient haben und uns das verraten können, was genau das ist und wie es genau funktioniert. Also ich sehe auf jeden Fall, es sind Umlenkrollen. Damit konnte man das hier nach oben bzw. nach unten fahren. Und ich gehe davon aus, dass hier Menschen gearbeitet haben, die die Ziele dann neu montiert haben und oben wurde dann darauf geschossen. Hier ist noch einer, der ist aber schon deutlich mehr vermodert. So. Der ist auch schon fast komplett weg. Die Frage ist halt, Zweiter Weltkrieg oder Nachkriegszeit? Treppe. Hier kann ich dann auch aufrecht stehen. Es ging gerade nicht so gut. Und hier scheint jemand zu hausen oder Partys haben die hier gefeiert. Hier ein weiteres Zielschießen. Oben ist zu. Oh, es hat einen leichten Knick schon. Es wird wahrscheinlich auch nicht ewig halten. Dann wird die Betonstruktur irgendwann mal wegbrechen. So, hier sehen wir nochmal die Zahnräder. Oh, ist ganz schön lang. Also die meisten, die hier spazieren gehen und sich für die Panzer interessieren, die haben das wahrscheinlich noch nie gesehen. Hier bricht das Holz schon weg. Aber es ist nur dahingelegt worden, um es zuzubetonieren, damit keine Tiere oder Menschen zu Schaden kommen. Eine alte Plane. Und da hinten ist das Ende. Und hier ist zu. Oh, ist auf. Mal gucken, ob wir da oben was sehen. Vielleicht gibt es da auch was Spannendes. Nee. Ist einfach nur die andere Seite und da ist die Mauer. Das bedeutet, hier kommen wir auf jeden Fall besser wieder zurück, weil wir wollen jetzt zum Auto und den anderen Panzer noch anschauen. Und ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Die meisten werden das kennen, aber jedes Mal schön, wenn man die wieder sieht. Also, bis gleich. So, meine Freunde, wir sind jetzt mit dem Auto einige Kilometer gefahren. Wir hätten auch zu laufen können, aber dann hätte ich das ganze Stück wieder zurückgehen müssen. Die wenigsten wissen, dass es hier tatsächlich noch einen weiteren Panzer gibt, einen Schützenpanzer. Ich habe den bisher auch noch nie gefunden. Das bedeutet, für mich ist es heute auch das erste Mal,
So, hier sehen wir weitere Panzerhindernisse. Und ich habe auf jeden Fall schon größere Drachenzähne gesehen. Es gab auch immer hier so einen Fußweg, den konnte man ganz gut nehmen. Und so sehen die Drachenzähne von innen aus. Natürlich Stahlarmierung und rostet nicht. Und dieses Hindernis zog sich hunderte Kilometer, ich schreibe euch das mal links, entlang des Westwalds. Aber auch am Ostwall gab es diese Höckerlinien und ich glaube sogar Siegfriedlinie. So, meine Leute, wir haben ihn gefunden, direkt im Regen. Aber egal, da wissen wir jetzt durch. Ich hoffe, die Linse hält einigermaßen und ihr könnt den Panzer ganz gut erkennen. Also hier ein Schützenpanzer für die Beförderung von Soldaten. Deswegen hat er auch keinen Aufbau, maximal flach. Hier waren Luken, zwei Stück. Und ich denke, das hier war vorne, genau, das war vorne, wegen der Periskopspiegel auch da vorne. Sehr spitz, damit die Geschosse auch abprallen. Und dann hatte man natürlich auch eine höhere Dicke der Panzerung, dadurch, dass sie abgeschrägt ist. Vorne war sie sehr stark abgeschrägt. Ja, der ist komplett vererdet und verrostet. Zustand, naja. Nochmal hier der Blick drauf. Und hinten sind die Soldaten dann rausgesprungen. Würde ich mal behaupten, dass der Motor hier. Da. Oder? Gute Frage, Leute. Macht ja irgendwie Sinn, oder? Vielleicht ist es. Schützenpanzer Lang HS-30, ein in den 50er Jahren entwickelter Schützenpanzer. Ja, genau, dann haben wir den auch mal gesehen. Also Schützenpanzer. Und das Modell haben wir auch gesehen. Ja, auf jeden Fall schöne Gegend hier. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Höckerlinie haben wir auch gesehen und alles voller Bunker übrigens hier. Hier finden wir noch ohne Ende Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das war ja hier der Westwall, ein Teil des Westwalls. Und das ist sicherlich auch noch mal ein Video wert für euch. Aber jetzt gucke ich mal, ob wir noch die Zeit haben, den RAD-Bunker zu machen mit dem Hakenkreuz. RAD steht für Reichsarbeitsdienst. Und jeder Junge musste Dienst tätigen im RAD. Und die Damen, die Mädels mussten im Bund Deutscher Mädchen ihren Dienst erfüllen. Aber vorher will ich euch noch diese alte Brücke zeigen. Das müsste eigentlich eine Panzerbrücke sein, damit die eigenen Panzer hier natürlich entweder angreifen oder verteidigen konnten, je nachdem. Und häufig gab es vorgefertigte Elemente, dass man die Brücke sprengen konnte. Und ich glaube, hier haben wir sogar noch Kampfspuren. Guck mal, hier finden wir noch Kampfspuren auf beiden Seiten. Ich denke also, dass hier vielleicht irgendwo eine Granate eingeschlagen ist. Und das sind die Splitter davon, die Sprengwirkungen. Ja. Da hinten stehen die anderen Panzer. Ja, bisschen schmal, ne? Also da muss man schon fahren können. Willkommen zurück. Wir befinden uns jetzt auf einem sehr spannenden Gelände. Die meisten, die hier mit ihrem Hund spazieren gehen, die werden wahrscheinlich nicht wissen, was unter ihren Füßen bzw. hier auf diesem Gelände los war. Schaut euch mal an, wie durchfurcht das hier ist. Diese alten Furchen, diese alten Gräben sind von Schanzarbeiten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man hier sondeln würde, glaube ich, würde man auch noch eine Menge finden. Wir sondeln aber nicht, sondern wir sind auf der Suche nach oberflächlichen Funden, die wir mit dem bloßen Auge sehen können. Also damit ihr wisst, wo wir sind, das ist ein sogenanntes RAD-Lager. RAD steht für Reichsarbeitsdienst.
Es ist leider sehr windig. Ich habe allerdings mein Lavalier-Mikrofon an. Ich hoffe, das geht also mit dem Wind. Teste das gerade noch so ein bisschen aus. Und der Reichsarbeitsdienst war neben dem Bund Deutscher Mädchen die Pflicht eines jeden heranwachsenden deutschen Jungen, bei den Bund Deutscher Mädchen natürlich Mädchen, wo sie Dinge gelernt haben, zum Beispiel das Schanzen, aber auch den Umgang mit der Waffe und noch einige andere Dinge. Und Bund Deutscher Mädchen wurden dann auf die Ehe mit einem Soldaten vorbereitet. Hier seht ihr auch nochmal wunderschön den alten Graben. Der ist natürlich nach über 80 Jahren schon deutlich versandet. Hoppala. So, jetzt suchen wir uns mal eine schöne Stelle. Diego, komm! So, hier gehen wir mal durch. So, und ich weiß leider nicht zu 100%, ob das richtig ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier Geschütze drin gestanden haben. Die waren dann vor Beschuss und natürlich auch vor Splittern geschützt, weil sie ein bisschen weiter unten waren. Es waren Hügel aufgebahrt. Und tatsächlich, als die Alliierten über Aachen dann Richtung Ruhrgebiet reingekommen sind, Richtung Köln, hat man hier tatsächlich auch gekämpft. Das bedeutet, hier war tatsächlich auch Kampfgebiet. Komm! Also richtig historisches Gelände hier. Und warum zeige ich euch das überhaupt? Nicht nur wegen der Geschichte, sondern hier gibt es noch Projektbunker. Komm! Projektbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die sind nicht ganz einfach zu finden, aber ich war schon ein paar Mal hier und die werden wir gemeinsam schon finden. So, und so, der erste Bunker ist da und das ist eigentlich auch schon der spannendste. Das ist ein sogenannter RAD-Bunker. Und ja, hier war früher mal ein Hakenkreuz dran. Das war einer der ganz wenigen Bunker des Reichsarbeitsdienstes, wo noch ein Hakenkreuz aus dem Dritten Reich dran war. Das hatte man vor ungefähr einem Jahr demontiert. Und die Bruchstücke, teilweise liegen sie noch hier. Hier kann man vielleicht noch rekonstruieren. Na, wird schwierig. Also die waren hier auf jeden Fall dran. In Summe kein wirklich imposantes Bauwerk. Relativ dünne Deckenstärke. Und es ist eher ein Projekt oder ein Pilotbau vom Reichsarbeitsdienst, weil die gesagt haben, hey, wir können das auch, wir können auch Bunker bauen. Aber die kamen nur ganz, ganz selten zum Einsatz. Seht ihr hier oben, da ist die Stallarmierung und die sind auch ultra klein. Viel ist hier nicht zu sehen, außer Mülleimer. Hier das klassische Überdruckventil. Hier haben wir noch ein bisschen Holz, Scharniere. Also in Summe bot der wenig Schutz vor direktem Bombenangriff. Heute ist er auch übererdet. Und man sieht, der ist so in die Umgebung eingearbeitet. Vermutungen gibt es, dass hier noch weitere Bunker vorhanden sind. Insbesondere, weil ihr habt ja auch gerade die Gräben gesehen. Diese Gräben gehen hier komplett lang. Du bist so brav. Komm, wir gehen mal den Graben lang. Und dann konnte man von hier den gesamten Bereich dann beobachten und auch verteidigen. Hier geht es dann weiter. Komm. So, erstmal den Hund befreien. Schwupps, jupps. Komm. Und die Bäume waren natürlich damals nicht vorhanden. Sie sind im Nachgang gewachsen. Und dann war man hier komplett in einer Senke. Hier kann man auch sehr gut den Graben erkennen. Der wird hier einmal unterbrochen, dass man hier geschmeidig drüber gehen kann.
Und nochmal der Blick über das Gelände. Und ihr seht, wir sind leicht erhöht. Das bedeutet für die Verteidiger eine sehr gute Möglichkeit, das gesamte Gelände zu verteidigen. Und auch hier direkt vor uns sehen wir, dass so ein Wall angelegt ist. Und da können sich natürlich viele Soldaten hinter verstecken und die Angreifer dann auch gut abwehren. Wir gucken uns das mal unten von der Straße aus an, damit wir mal einen Überblick haben, was das überhaupt bedeutet. Dieser Vorteil eines Verteidigers. Man sagt ja laut Lehrbuch, man braucht ungefähr 3:1 Überlegenheit, besser sogar eine 7:1 Überlegenheit, wenn man der Angreifer ist. Und ihr seht es hier schon aus der Perspektive, wir brauchen gar nicht so weit runtergehen, dass man, hier ist es ja abschüssig, wie ihr seht, und da hinten sitzt es zwischen nochmal 3-4 Meter tiefer, dann hat man die Schwierigkeit, weil man ja nach oben schießen muss, die Menschen, die Soldaten hier oben dann auch zu treffen und dann diesen Hügel einzunehmen. Diego, bleib. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass er jetzt mit 13,5 Jahren hört, schaut. Kann er gut? Das konnte er früher nicht. Der ist dann einfach immer abgehauen. Und schaut mal hier, überall finden wir noch Fundamentreste von gesprengten Bunkeranlagen. Alles voll. Hier war ein weiterer Bunker. Der existiert heute gar nicht mehr, der ist komplett gesprengt. Da seht ihr das. Der hatte auch anscheinend eine stärkere Wanddicke. Und der war hier natürlich perfekt in die Umgebung auch eingelassen. Also, Gelände ist definitiv spannend. Für die Leute, die wissen, was hier damals war. Andere, die werden wahrscheinlich hier nichts sehen. So, hauen wir erstmal das Tier wieder ab. Dankeschön, mein Hund. Ist ein feiner. So, mal gucken, ob wir hier auch noch was sehen. So weit bin ich tatsächlich noch nie gegangen. So, da vorne ist die Straße. Von Stolberg nach Aachen müsste das sein. Und da seht ihr, dass man den Bunker gar nicht gesehen hätte, weil er halt mit einem Berg oder mit einer Anhäufung von Erde dann auch geschützt war. Hier gibt es auch einen schönen Weg. Das bedeutet, man muss die Natur nicht übermäßig dann auch belasten durch neue Wege. Und hier ist komplett ein Wall angehäuft. Und wir haben hier gerade gesehen, auf der gegenüberliegenden Seite, also wo wir hergekommen sind, da waren ja Löcher. Und man hat die Erde genommen von dort und hier aufgebahrt. Und hier seht ihr, der Wall ist sogar noch mal deutlich höher. Dann hat man natürlich noch mal einen deutlich besseren Schutz. Und selbst da geht es noch mal deutlich bergab. Also die perfekte Verteidigungszone. So, das ist das Ende. Theoretisch, da war ich noch nie drin, könnte man da auch noch mal schauen. Geht auch einen Weg lang. Aber aufgrund, dass ich den Hund mit habe, und es gerade hier anfängt zu stürmen, lassen wir das. Schaut mal hier. Entweder gab es hier Grabungen oder das ist ein Foxhole. Da es aber nur eins ist, würde ich sagen, eher eine Grabung. Und ich muss mich, glaube ich, korrigieren, weil für eine Verteidigungszone haben wir hier ein zu hohes Plateau. Es macht natürlich keinen Sinn, dass man sich hier nicht hinter verstecken konnte. Hier vorne, seht ihr, macht es wieder Sinn. Da konnte man in Deckung gehen
und die Feinde, die Angreifer von dort aus gut bekämpfen. Schaut mal, wenn ich hier mich positioniere, habe ich die perfekte Position, um von einer erhöhten Stelle diese Position zu verteidigen. Seht ihr? Da kann man das ziemlich gut sehen. Und wie gesagt, es hat damals tatsächlich Kämpfe gegeben. Und hier gibt es gibt Bäume in der Eifel, da stehen Jahreszahlen drauf von den GIs, die sich da verewigt haben. Aber der Baum sieht mir jetzt nicht so alt aus. Von daher wird der damals noch nicht hier gestanden haben. Hier wieder mit einem Graben durchzogen. Wir gucken mal hier, ob das nur ein Biotop ist oder ob vielleicht hier mal eine Gun Position war. Würde sich ja anbieten für eine Artillerie. 10-5er oder ähnliches. Aber das sind alles so Vermutungen. In Summe wunderschön hier. Manchmal, wenn die Bäume umstürzen, kann man noch was finden. Wir haben aber kein Sonnensuchgerät mit. Es wäre also wirklich Zufall, wenn wir da etwas gesehen hätten. Also wie ihr seht, das gesamte Gelände ist umgegraben, von Menschenhand bearbeitet worden. Und ja, häufig war es ja auch so, dass es halt mehrere Verteidigungslinien gab, die auch oft voneinander getrennt waren. Und in dem Fall könnte es sogar auch sein, ich hatte ja anfangs gesagt, dass es vielleicht hier eine Artilleriestellung ist, aber von der Bauweise ist es genau gleich wie drüben. Das bedeutet, hier könnten also die Lanzer gelegen haben und den Angriff von dort aus bekämpft haben. Stellt euch vor, die Alliierten greifen mit Artillerie oder Flugzeugen an, dann ist es natürlich besser, wenn man zwei Verteidigungspositionen hat. Weil wenn eine voll getroffen wird, dann hat man immer noch die zweite. Komm. Da können wir runter gucken. Gucken, ob wir hier das schaffen. Ja, das schaffen wir. So, jetzt gucke ich mal. Ich meine nämlich, hier sind drei Bunker. Wir gucken einmal zusammen aufs Handy, ob wir die... So, komm Dio. Vorne ist nochmal der Bunker. Also es scheint dann doch nicht so viele Bunker zu geben. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Vielleicht ist aber auch schon ein paar Jahre her. Da vorne haben wir noch eine Chance gleich. Hier haben wir wieder das Biotop, da ist also nichts. Jetzt haben wir noch zwei Möglichkeiten. Einmal hier, das sieht aber nicht gut aus. Und dahinter ist noch eine. Wir gehen aber einmal hier hoch, um zu gucken, was wir noch hier haben. Ein bisschen anstrengend. Ja, die Jäger auch, ne? So, da unten liegt ein riesiger Brocken Beton.
Da kommen wir gar nicht lang, glaube ich. Müssen wir hier wieder runter. Puh. Gar nicht so unanstrengend. Oh, der Hund zieht mich. So, ich hoffe mal, dass wir da oben lang kommen. Das wäre hier noch eine Chance gewesen. Komm. Oh. Komm. Oh, Leute. Schaut mal, eine aufgeplatzte Granate. Seht ihr das? Eine aufgeplatzte Granate. Also, ich erzähle euch keinen Stuss. Das ist Diego! Hey! Diego! Eine Sekunde. Diego! Hin! Hin! Da kommt. Okay. So, Aufnahme. Also man sieht, wenn man hier lang geht, sieht man den Bunker so gut wie gar nicht. Da ist er, aber man sieht ihn so gut wie gar nicht. Findlinge. Und das ist der andere Eingang zu dem Bunker. Hier links. Komm, wir machen dich mal wieder frei. Komm, mach. Hier wäre es dann auf der anderen. Bleib mal hier. Bleib, bleib, bleib. So, weiter. Das ist still. Da ist weiteres Metall. Ein alter Zaun. Das ist aber nicht aus der Kriegszeit. Ja, schon spannend. Spannende Geschichte hier. Ja, auch gut zu erwähnen, Aachen war ja die erste große Stadt, die fiel. Und da ist nicht viel übergeblieben. Die hat man gut zerstört. Es gibt noch einige Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in Aachen. Da werde ich auch noch mal eine schöne Reihe mit für euch machen. Aber an dieser Stelle ist es erstmal genug für dieses Gelände. Der Hund hat keine Lust mehr. Und ich glaube, es zieht auch gleich ein Gewitter auf oder sowas. Es ist auf jeden Fall richtig stürmisch geworden. Also in diesem Sinne, ich weiß nicht, ob das Video noch weitergeht. Das gucke ich, wenn ich weiß, wie ich schneide. Ansonsten sage ich hier an dieser Stelle schon mal Goodbye. Bleibt auf jeden Fall dran, falls es weitergeht. In diesem Sinne, ich sag nicht Goodbye. Bis gleich. Leute, Deutschland ist wunderschön. Wunderschön. Naja, da hinten die Uni Aachen ist jetzt nicht so schön. Keine Ahnung, wer sich dieses Bauwerk hat ausgedacht. Ich habe mir auch gerade die Bewertung angeschaut, aber das ist nicht Thema des Videos. So, also herzlich willkommen zurück. Wir schauen uns heute einen Teil des Westwalds an und wie ihr vielleicht auch wahrnehmt, es ist unfassbar windig. Ich würde schon fast sagen stürmisch. Und zwar sind wir hier in der Nähe der Uni Aachen und Diego hat gar keinen Bock auf den Wind. Da muss er jetzt aber leider durch. Er wollte nämlich nicht im Auto warten. Und es sind nur noch 300 Meter, das schaffen wir auf jeden Fall. Und wir gucken uns einen Teil der Westwallanlage an. Westwall war eine Verteidigungsanlage der Deutschen gegen die vorrückenden Franzosen bzw. vielleicht auch Belgier, wobei Belgien ja neutral war, also vorwiegend der Franzosen. Das war ja der Erzfeind für die Deutschen damals.
Und ja, wir gucken uns heute die sogenannte Panzermauer an, um ein natürliches oder die natürlichen Hindernisse hier, die es hier gibt, nochmal zu verstärken. Und was das genau ist, erkläre ich euch, wenn wir da sind. Bis gleich. Also wir sind noch nicht da, aber man kann jetzt schon mal ein bisschen was erkennen. Schaut mal hinter mir. Oh, hoho, wartet mal. Ja, hier scheint mal irgendwas gewesen zu sein. Spannend. Komm, geh. Oh, hier geht auch noch ein Weg. Da gehen wir gleich mal lang. Nicht, dass wir schon zu weit sind. Ich guck noch mal aufs Handy. Ne, wir haben noch ein paar Meter. Also, hier auf der rechten Seite können wir schon ein ziemlich gutes, markantes Beispiel dafür sehen, wie man die Vegetation damals genutzt hat, um sich zu verteidigen. Stellt euch vor, ihr seid der Planer eines Verteidigungswalles, zum Beispiel des Westwalls. Dann müsst ihr natürlich mit den Möglichkeiten, die ihr habt, und die sind ja begrenzt, also Material, Menschen, diese ganzen Sachen sind begrenzt, müsst ihr maximal effizient umgehen. Und deswegen hat man natürliche Barrieren, natürliche Hindernisse genutzt, um den Einsatz von Material und natürlich auch Mensch so gering wie möglich zu halten. Also man hat effizient gebaut. Deswegen hat man häufig in die Verteidigungsplanung Flüsse, Seen, Merzungen, na, also alles, was so Wasser ist und was man nicht so einfach überwinden kann. Aber auch natürlich Berge, Täler. Diese ganzen Sachen hat man in die Planung mit eingebaut, damit man halt so wenig wie möglich an Material aufwenden muss. Und wenn man dann einen Plan hatte, dann hat man natürlich irgendwann auch bauen müssen. Ihr habt gerade die Drachenzähne gesehen, das ist ein probates Mittel, um Panzer zu stoppen oder zu verlangsamen. Stoppen natürlich nicht. Ihr kennt vielleicht diese Eisenbahnstäbe, die in den Boden gerammt werden, auch Panzersperren. Da gibt es auch noch einen Weg hoch. Klassisch natürlich auch das Stacheldrahtverhau für die Infanterie, Minen. Diese ganzen Sachen hat man genutzt, um sich besser gegenüber dem Angreifer zu verteidigen. Es gibt aber auch einige Sachen, und hier beginnt es schon, die hat man genutzt, die erkennt man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick als Verteidigungswall, nämlich sogenannte Panzermauern. Und eine ganz bekannte Panzermauer, die seht ihr jetzt hinter mir. Ich zeige euch die mal. Hier seht ihr schon den ersten Drachenzahn. Und hier beginnt die Panzermauer. Schaut euch das mal an. Wir hatten ja hier den Wall, den habt ihr gerade gesehen. Und der Wall wird hier mit dieser Panzermauer fortgeführt. Denn der hat nämlich da aufgehört. Und damit die Panzer nicht da weiterfahren konnten oder einfach drumherum gefahren sind, hat man diese Panzermauer gebaut. Und hier kommt man natürlich mit einem Panzer nicht weiter. Die müsste man, wenn dann, zerstören. Aber häufig hat man dann gesagt, wir umfahren solche Gegenden. Und wunderschön, schaut mal hier. Dafür sollte man auch immer ein Auge haben, wenn man unterwegs ist, für die schöne Natur. Und ich glaube, die Panzermauer... Wie geil, Santiago de Compostela, das ist hier der Pilgerweg. Hier beginnt, also der Pilgerweg beginnt ja immer da, wo man beginnt. Das kann von zu Hause sein, das kann aber auch klassisch dann in den Pyrenäen sein. Also wie ihr seht, das Bauwerk ist schon arg lang. Und schaut euch mal diese wunderschöne Aussicht an. Da vorne liegt Aachen. Und ja, mega, mega Bauwerk. Toll, dass das noch so erhalten ist. Ja, und man hat natürlich durch solche Bauwerke die Möglichkeit, die Angreifer auch zu kanalisieren. Zum Beispiel da, wo man seine Panzerabwehrkanonen hat, seine Minen. Und das bedeutet, hier sind die Alliierten ja nicht lang gekommen. Das bedeutet, die mussten also zum Beispiel unten
durch die Stadt durch. Und da hatte man natürlich die Möglichkeit, dann mit einem Häuserkampf zum Beispiel dem Angreifer deutlich besser gegenüberzustehen als hier oben. Also von daher, solche Anlagen gibt es hier um Aachen herum und natürlich auch bis Trier übrigens runter. So lang war der Westwall. 94.000 Bunker, ihr habt richtig gehört, 94.000 Bunker bzw. verbunkerte Gebäude. Alleine am Westwall. Das bedeutet, wie viel Material und Menschenskraft damals genutzt wurde, um den Westwall aufzubauen, unvorstellbar. Aber letztendlich hat er ähnlich wie die Autobahnen dazu beigetragen, dass die Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg wieder angekurbelt wurde. Also ja, in Summe eine spannende Geschichte und ja, ich erzähle es euch. So, wir gehen gleich wieder zurück und lesen uns noch mal die Tafeln da durch. Und ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei spannende Dinge, die man sich hier sonst noch anschauen kann. Also bis gleich. So, ich lese euch das mal vor. Hier hat das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege eine Schautafel aufgebaut. Westlich und nordwestlich der Stadt Aachen verläuft entlang der deutsch-niederländischen Grenze auf 13 Kilometer einer der längsten erhaltenen Abschnitte der 38 bis 40 errichteten Westwallbefestigung oder auch Westwall genannt. Abweichend zu den sonst üblichen Bauweisen als Höckerlinien wurden am Schneeberg, wir befinden uns hier am Schneeberg, und am Wachtelkopf Panzermauern gebaut. Höckerlinien und Panzermauern sind heute als Bodendenkmal unter Schutz gestellt. Panzersperren. Mit dem Befehl zum beschleunigten Ausbau des Westwalls vom 28.05.38 begann man, Panzerhindernisse, auch Höckerlinien genannt, entlang der Grenze zu Belgien und Niederlanden anzulegen. Dabei wurden 1938 zunächst vierzügige Panzersperren mit Hindernisbreite von 7 Metern und Höckerhöhe von 60 cm bis 1,10 m errichtet. Die Sperre aus der Baureihe 1939 hatte bereits eine Breite von 13,45 m und bestand aus 3 parallel verlaufenden Fundamenten. Auf der Frontseite erhob sich eine 60 cm hohe Mauer als erste Barriere. Die folgenden Betonhütter in 5 Reihen waren leicht versetzt und stiegen von 80 cm über 90 cm bis auf 1,50 m an. Zwischen den Höckerlinien befanden sich Stacheldrahtverhaue. Als Relikt des Westfalls erstrecken sich die Panzersperren bis heute westlich des Schneebergs über Orsbeck bis nach Fettschau. Sie sind teilweise bewachsen, übererdet und werden zum Teil als Viehweiden genutzt. Hinter der Panzersperre errichtet man 1938 und 39 zahlreiche Bunker, die nach dem Kriegsende gesprengt und deren Ruinen 2003 endgültig zerstört wurden. Na, das stimmt nicht ganz. Es gibt noch genug Bauwerke, die man sich anschauen kann. Hier übrigens einmal im Herbst sieht natürlich noch mal deutlich spektakulärer aus als jetzt mit Bewuchs. Kriegsgeschehen. Nach der Invasion der Alliierten am 6.6.44 in der Normandie erreichten die amerikanischen Streitkräfte am 11.9.44 die Reichsgrenze bei Aachen. Vom 12. bis zum 14.9. griff die 1. US-Infanteriedivision Aachen von Süden und Westen an. Das nennt man Zangenbewegung. Auf deutscher Seite kämpften Teile der 116. Panzerdivision und der 353. Infanteriedivision. Am 17.9. eroberten die Amerikaner die Westbefestigung zwischen Orsbach und Horbach und standen direkt vor dem Westwall. Erst mit der Einkesselung von Aachen wurden die Stellungen am Schneeberg und Wachtelkopf am 8.10.44 eingenommen. Das bedeutet, Leute, wir wissen, Pause. Weiter. Wir wissen, am 8.5.45 war der Krieg zu Ende. Das bedeutet, die Stellungen haben hier tatsächlich noch relativ lange gehalten und haben ja, den Krieg unnötig verlängert.
und natürlich viele, viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Der Krieg war aus meiner Sicht, war der bereits verloren, insbesondere weil es ja einen Mehrfrontenkrieg gab. Und deswegen hatte Deutschland damals keine Chance mehr. Jegliche Kampfhandlung, die weitergeführt wurde, ist aus meiner Sicht ja nur dazu da gewesen, noch mehr Menschenleben aller Nationen umzubringen. Ja, traurige Geschichte. So, Diego, bleib. So, wir schauen uns hier einmal die gesprengten Bunker an. Das könnte aber auch eher eine, das wird wahrscheinlich eine Schranke gewesen sein. Hier, das wird eine Schranke gewesen sein. Und hier können wir leider nicht viel weiter rein. Hier ist Ende. Ja, das wird eine Schranke gewesen sein. Hier, wie gesagt, ist Aachen runter. Hier beginnt die Panzermauer. Hier ist eine Höck, also ein Drachenzahn, 1,10 Meter hoch. Und ich laufe gerade direkt in einen Stachel rein. So sieht der übrigens von hinten aus. So, ich hole mal lieber den Hund. Dann nehmen wir den nämlich mit. Diego, wir müssen noch ein bisschen... Hey, Diego! So, ich weiß, du hast keinen Bock. Aber das müssen wir für die Geschichte jetzt machen. Komm. So, hier gibt es auch einen Weg hoch. Schaut euch mal an, wie die Funktionsweise ist. Wow. Da ist eine Hütte. Wir wollen auch nicht zu weit, weil da ist eine Golfanlage. Aber ich will euch wenigstens einmal so die Panzermauer von oben zeigen. Habe ich selber noch nicht gesehen. So. Okay. Dann geh. So, ein bisschen aufpassen. Keine Hand gerade frei und der Hund zieht ein bisschen. So. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr als ich. Ich probiere es hier nochmal. Huhu. Nicht den. Da, da. Oh, Leute. Das ist schon wieder legendär. Na komm. Also, schwupps, sind wir wieder raus. So, einen Drachenzahn und hier ist der zweite. Und ich verstehe. Okay. Aber eigentlich sollte ja Aachen beschützt werden. Der Drachenzahn, der kleinste, ist ja immer da, wo die Panzer drauf fahren sollten. Und der ist hier als erstes, obwohl da Aachen liegt. Das verstehe ich gerade nicht. Und hier hinten sind die größeren. Das bedeutet, sollte also... So, Pause. Aufnahme. Es sollte also nach da geschützt werden. Ah, ich verstehe. Aachen war ja die erste Großstadt, die gefallen ist. Und wenn wir mal nach da gucken und jetzt das Navigationssystem zur Hand nehmen, dann werden wir wahrscheinlich das Landesinnere von Deutschland hier sehen. Nee. Das macht irgendwie... Ach, warte, ich muss es drehen. So. Wahlweiler-Witten. Ja. Das kann ich mir gerade nicht erklären, Leute. Also, Aachen und alles, was dahinter liegt, liegt in die Richtung. Aber Belgien, von da die andere Eifer gekommen sind, also Niederlande auch, liegt da. Das bedeutet, ich verstehe gerade nicht, warum man die Drachenzähne in diese Richtung aufgebaut hat. Nach meinem Verständnis müssten sie genau auf die andere Seite gerichtet sein. Naja, vielleicht wisst ihr es. Bleibt. So, hier ist noch eine alte Wanne oder so. So. Hier ist nichts. Aber hier sind auch die ganzen Überreste. Ich denke, das war hier ein Bunker.
Das war hier ein Bunker und den haben sie zerstört, den haben sie gesprengt. Hier sind noch ein paar Steine davon. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Leute, die sich mit dem Westwall sehr gut auskennen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wird uns alle sehr interessieren. Da oben geht auch ein Weg hoch. Auch hier Betonfundamente gesprengt. Komplett, sogar noch mit Metallarmierung. Ja, wie sie geschrieben haben, hier war ja einiges an Bunkern. Auch hier wieder das Gegengewicht von einer Ich glaube, hier werden wir nicht weit kommen. Da ist ein Turmfalke. Mal gucken, ob ich den mit dem Handy drauf bekomme. Leute, das ist das Schöne an unserem Hobby, ne? Oh, jetzt ist er gerade weg. Schade. Gerade, wo ich das Handy draußen hatte, ist er weggeflogen. Also man sieht hier wirklich, dass auch Deutschland eine wirklich tolle Vegetation, Flora, Fauna hat. Und wenn man die Augen auffällt und sich nicht so plump fällt wie ich gerade, dann kann man die auch sehen. Wie zum Beispiel der Hirsch in Polen, der war krass. Der stand direkt am Straßenrand. So, hier sind überall Wege rein, aber das sparen wir uns jetzt. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und vielleicht kriegen wir auch die Fragezeichen aufgelöst. In dem Sinne, wir beiden gehen jetzt erstmal weiter.